Ich höre hier gerade das Hörbuch von Eckhart Tolle, Jetzt die Kraft der Gegenwart. Und ich habe da gerade ein super Zitat rausgehört, wo ich dachte, jetzt muss ich gleich mal ein Video machen. Und zwar fängt der Satz an mit das Geheimnis des Lebens. Und er geht weiter mit, also der komplette Satz heißt, das Geheimnis des Lebens ist zu sterben, bevor du stirbst, und zu erkennen, dass es keinen Tod gibt. Und das ist eine sehr schwierige Aussage, weil man kann sie nur verstehen, wenn man so auf eine tiefere Ebene, oder das heißt tiefere Ebene im Sinne von tiefer in den Körper reinfühlt und höhere Ebene im Sinne von, dass man sich über den Verstand, über den konditionierten Verstand erhebt sozusagen. Also beides ist irgendwie richtig. Und im Prinzip sagt es Folgendes aus. Das Geheimnis des Lebens ist es, zu erkennen, dass alles, was um uns rum ist, die ganze Form, die Familie, die Freunde, unser Besitz, unsere Anerkennung, unsere Reputation, unsere Schulabschlüsse, unsere Beziehungen, alles im Endeffekt nicht bleibt. Spätestens wenn wir am Sterbebett sind, müssen wir erkennen, dass alles dieses Oberflächliche vergänglich ist. Selbst die Familie, Eltern sterben meistens vor einem selbst, die Großeltern, es können Unfälle passieren. Menschliche Beziehungen gehen in die Brüche und es gibt neue Beziehungen. Also die Welt der Oberfläche ist wie die Welle auf dem Ozean. Bei gutem Wetter kann der Ozean ganz ruhig ruhen. Bei stürmischem Wetter peitschen die Wellen und das Meer schäumt auf. Aber tief unten, ganz tief unten ist der Ozean immer ruhig, friedvoll, voller Freude und Liebe sozusagen. Und wir erkennen, und der Tod zeigt uns, dass das immer noch in uns ist, auch wenn wir sterben. Das heißt, alles, was bleibt nach dem Tod, ist das Wahre, was wirklich da ist. Und das ist das, was wir fühlen, was wir erkennen müssen, auch während des Lebens schon. Weil wenn wir das erkennen, heißt es nicht, dass wir auf diese oberflächlichen Dinge scheißen sozusagen, sondern im Gegenteil. Wir erkennen, dass diese oberflächlichen Dinge wertvoll sind, weil sie wieder gehen können. Wir klammern uns aber nicht an diese oberflächlichen Dinge und werden dann besessen von ihnen und werden dann von diesen Dingen mit ins Unglück gerissen, wenn diese Dinge von uns gehen. Wenn wir erkennen, wenn wir also sterben, bevor wir sterben sozusagen, und erkennen, dass das, was bleibt, immer in uns sein wird und uns immer begleitet. Und wenn wir den Zugang haben, wenn wir unseren Verstand es nicht überlagern lassen mit Verstandesaktivität und unseren Konditionierungen, sondern wenn wir die Verbindung zu diesem Innersten halten, werden wir immer im Hintergrund ein Gefühl des Friedens, der Freude und der Leichtigkeit haben, weil etwas Unvergängliches in uns schlummert, etwas, das nicht geändert wird, das immer da ist. Und manchmal spüren wir diesen Frieden und diese Ruhe und diese Freude, und zwar Freude, die kein Gegenteil kennt, Friede, der kein Gegenteil kennt, Liebe, die kein Gegenteil kennt. Ich rede nicht von den oberflächlichen Freuden, wenn man sich jetzt etwas Neues gekauft hat, denn diese oberflächlichen Dinge sind dem Gesetz der Polarität untergeordnet. Das heißt, es kann keine Freude ohne Leid geben, es kann auf dieser oberflächlichen Ebene keine Liebe ohne Hass geben. Und diese tiefgründigere Art von Friede, von Liebe, ist eine ohne Gegenteil und eine, die immer da ist. Die war auch schon immer da. Sie wird nur überlagert durch den Lärm des Verstandes sozusagen. Und manchmal können wir diesen Frieden ganz direkt spüren, wenn wir in einer spirituellen Situation sind, wenn wir meditieren, wenn wir einen tollen menschlichen Kontakt mit einer anderen Person haben, wenn wir in der Natur laufen oder sowas. Und manchmal ist er nur ganz leise im Hintergrund zu hören. Er ist aber immer da.
und die oberflächlichen Dinge, sie kommen und gehen und viele Menschen stürzen diese oberflächlichen Dinge ins Leid und wieder in die Freude und wieder ins Leid und in die Freude und in die Depression. Und das liegt daran, dass diese Menschen sich mit dem Verstand identifizieren. Der Verstand braucht etwas, er braucht eine persönliche Geschichte, woran er sich klammern kann, woraus er seine Identität bezieht. Denn er lebt von Vergangenheit und Zukunft. Er sagt, das bin ich, weil ich das erlebt habe. Und da will ich hin, um erfüllt zu werden. Also er kann das nicht spüren da oben. Das ist der Feind, das Tiefe, Innerste, was immer da ist, ist der Feind des Verstandes sozusagen. Und wenn wir es wieder lernen, diese Tiefe zu spüren, dann stirbt sozusagen unsere Illusion, dass das, was da oben an der Oberfläche ist, wir sind und dass es uns so tief beeinflussen kann, dass wir damit mitgerissen werden. Und dadurch sterben wir quasi, bevor wir sterben. Und wenn wir dann sterben und erkennen, dass das, was wir jetzt noch haben, ja immer da sein wird, selbst wenn unsere körperliche Form sich auflöst, ist das diese Bewusstheit, unsere Essenz immer noch da, dann erkennen wir, dass es gar keinen Tod gibt. Und wenn wir das verinnerlichen und damit unser Leben bestreiten, damit durchs Leben gehen, dann können wir diese oberflächlichen Dinge genießen. Dann nehmen wir sie nicht mehr so ernst. Wir können natürlich unsere Gefühle, unseren Verstand, wenn Dinge passieren, dann ist es natürlich so, dass unser Verstand Geschichten drumherum spinnt, vielleicht auch nicht mehr aufhört zu reden. Unser Verstand erzeugt Gefühle in unserem Körper von Angst, von Leiden, von Trauer und so weiter. Wir können diese Gefühle fühlen, wir können sie annehmen. Wir können quasi als Beobachter dieser Gefühle präsent bleiben. Wir sind also das Bewusstsein hinter unserem Verstand und hinter unseren Gefühlen und beobachten diese Gefühle, beobachten unseren Verstand. Aber dadurch, dass wir diesen Verstand und die Gefühle beobachten, tun wir uns davon abkoppeln und identifizieren uns nicht mehr damit. Das heißt, wir erkennen, wer wir wirklich sind dahinter, akzeptieren aber Gefühle und Gedanken als Teil von unserer formalen Welt der Oberfläche, die dazugehört. Und wir können diese Dinge dann genießen, damit spielen, diese Dinge annehmen und sozusagen das Leben an der Oberfläche damit gestalten, kreativ sein. Kreativität kommt nicht aus einer verbissenen Verstandeshaltung oder aus einer dauernd negativ-depressiven Person, sondern Kreativität kommt aus dem Zustand, wo wir erkennen, dass unser Gedanken, unsere Gefühle Dinge der Oberfläche sind, die vergänglich sind, die wieder kommen und gehen, und dann wir plötzlich einen Freiraum erkennen in uns, eine gewisse Essenz in uns spüren, und aus dieser Essenz kommt dann plötzlich Kreativität. Also in dem Zustand, wo wir dann plötzlich nichts mehr denken, kommt dann plötzlich Kreativität hochgeschossen. Und dann können wir unseren Verstand wieder als Werkzeug benutzen und aus diesem Impuls etwas formen mit unserem Verstand. Genauso wie wenn wir etwas bauen, unsere Hände benutzen, können wir dann den kreativen Impuls, der aber nur in einem Zustand von tiefer Gegenwärtigkeit und im Hier und Jetzt sein, ohne in der Vergangenheit und der Zukunft zu leben im Gedächtnis, entstehen kann. Diesen Impuls können wir dann formen mit unserem Verstand und am Ende aus diesem geformten Konzept dann vielleicht, wenn es was Materielles ist, auch etwas formen, dann unsere Hände benutzen und so weiter. Also das ist eine tief spirituelle Aussage von Eckhart Tolle, die ich sehr, sehr schön finde und die zum Nachdenken anregt. Das Geheimnis des Lebens ist, zu sterben, bevor man stirbt, und zu erkennen, dass es keinen Tod gibt. Bis zum nächsten Video. Ciao.